Herzlich willkommen. Ein weiteres Video von Savage Scooters. Wir haben heute wieder die Hütte voll. Und das Geile ist, heute ist jemand da, der steht da schon. Der war vor vielen, vielen Monaten schon mal bei mir. Und die Story werden wir gleich mal erzählen. Das wird richtig lustig heute. Und ich freue mich drauf, dass heute ein paar Jungs da sind und dass wir heute mal wieder die Rolle zum Glühen kriegen. Ich hoffe, es ist was Interessantes dabei für euch. Wenn euch das Video dann im Anschluss gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar und ein Abo wäre natürlich geil. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Video. So. Ich habe euch eben im Intro erzählt, dass heute jemand da ist, der schon mal vor vielen, vielen Monaten da war. Das ist der Micha. Und zum Micha muss ich euch Folgendes erzählen. Total geile Geschichte. Micha war mit der PX 200. 200er. Und ihr seht, Micha ist eine durchaus beeindruckende Persönlichkeit. So. Und der kam rein und sagt zu mir, Alter, die PX muss laufen. Und guckt mich mit einem völlig bösen Blick an. Da dachte ich so, oh Scheiße. Ja, okay, PX muss laufen. Dann haben wir die PX abgestimmt und er war auch recht zufrieden und er sagte, denk dran, die muss laufen, volle Pulle. Ja? Ich bin kein Schleicher, ich fahre die Karre. Hab ich gesagt, naja, mach, versuch. So, ein Tag oder zwei Tage später schickte Micha mir eine WhatsApp. Das ging los mit, hier ist Micha, bin eben gefahren. Da dachte ich in dem Moment schon so, oh Scheiße, das wird jetzt eine schlimme WhatsApp. Läuft geil, neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Und dann schickte er mir ein Foto mit einem GPS-Tracker. Jetzt kann er euch sagen, wie schnell warst du? Die erste Messung war 128, ja, aber ich war nicht ganz zufrieden, bin nochmal gefahren und wir sind gelandet bei 135. So, und Moment. Ja. So, 135. Dann sah ich das Foto, da dachte ich so, oh Scheiße. Okay, ich bin mir schon darüber im Klaren, dass das, was ich so mache, das funktioniert. So, aber trotzdem schwingt immer so ein bisschen Angst mit, ob das dann auch wirklich gut ist und hält. Den Tag drauf, das war ein Sonntag, hat er mir wieder ein Foto geschickt und geschrieben, hi, hier ist Micha. Bin wieder gefahren, neuer Geschwindigkeitsrekord. Und der neue Geschwindigkeitsrekord war? 135, der letzte. 136. Dann bekam ich das zweite Foto, der hat nochmal 1 km/h draufgelegt. Das heißt, wie lange ist das jetzt her, ein Jahr? Letztes Jahr im Juli, ja. Ja. So. Und seitdem PX? Rennt wie Schwein. Wie Schwein, ja. Immer noch ohne Probleme? Immer noch ohne Zucken, ohne Murren. Top. Das ist total schön für euch, dass ihr jetzt mal sehen könnt. Hier ist jemand, der war vor einem Jahr da und hat... Ich komme wieder. Ja. Und hat mit mir die Karre abgedüst und ist ein Jahr problemlos gefahren und du fährst die Mopeds, ne? Ja. Du bewegst. Dafür sind die da. Genau. So, hervorragend. Also, das ist der Micha. Micha stellt sich jetzt mal vor und so ein bisschen die PX vor. Ja. Also erstmal schön, dass du da bist. Ja. Freut mich tatsächlich tierisch. Und jetzt erzähl mal was zu deiner Mopete. Ja, ich habe mir was Neues zugelegt. Eine schöne VBB von 61. Ja, motormäßig ist ein LML-Membranmotor drin. VMC. Also Membran, kein Drehschieber. Nein, Membran, Stevio. Langhubwelle, 60er. Mhm. Ja. Mhm. Aber es ist eine Drehschieberwelle, keine Membranwelle. Lippenwelle. Okay, Lippenwelle. Mhm. Eine 26er SI. Ja, und ich hoffe, dass wir heute an die 20 irgendwo rankommen, vielleicht auch mehr. Ja. Keine Ahnung. Getriebe, hast du was drin? 2268. Du hast das Originalgetriebe von 125. Also was, ja, 68, okay. Ja. Also originale 67, aber du hast 68er drin. BGM Super Strong, Polybox. Auspuff? Poly. Okay. Ja, dann würde ich sagen, schnell mal den Hobel mal auf. Ja. Und messen den mal ein und gucken, was passiert. Und gib dem Ding alles. Ja, das ist ja dein Anspruch. Entweder raucht oder raucht nicht. Ja. Dazu muss ich sagen, ihr müsst halt wissen, auch Motoren können auf dem Prüfstand sterben. Ich habe nur 4 Motorschäden in 3 Jahren gehabt. Das lag aber an einem Produkt, nämlich einer Kurbelwelle. Das waren Drehschieberwellen eines Unternehmens, die sich leider bei mir auf dem Prüfstand verdreht haben. Mehr hatte ich tatsächlich nicht, aber es kann halt immer mal was sein. Ich versuche das nicht zu schaffen, dass die Motoren sterben, aber du willst natürlich auch eine vernünftige Ablösung haben. Ist auch gut verlesert vom Stefan, also von gut, dann daher. Passiert nichts. Ja, dann passiert nichts, dann sind wir safe. Gut. Gib alles. Dann werden wir jetzt quälen. Wenn der Kevin nicht... Thank you.
Ich höre so ein ganz leichtes metallisches Tickern, so tick, 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 tick. Ja. So. Wenn du einen Kopfspacer hast und der Kopfspacer zwischen Zylinder und Kopf sitzt nicht 100% zentral, ja, kann es sein, dass der Kolben, wenn er nach oben will, ganz kurz den Spacer antuschiert. Okay. Das ist eine Vermutung, nicht sein. Was bedeutet, du müsstest vielleicht mal schauen, das kann Schäden zur Ursache haben. Ja. Das ist mir auch schon passiert, dass bei der Montage der Spacer verrutscht oder die Bohrung nicht hundertprozentig akkurat ist, ja, dass die Bohrung zu klein ist, nicht optimal gelesen wurde. Dann klopft der Kolben oben gegen die Dichtung, ja, und dann kann der Kolben kaputt gehen, dann kann das Lager oben kaputt gehen und so weiter. Also das ist etwas, was sein kann. Ja, es kann aber auch, sein, wie gesagt, ich habe hier von hinten eine Scheibe drunter, ja, dass die an dem Zylinder... Das könnte sein, aber dieses Klickern, das klingt so vertraut, das ist wie bei einem Auto, wenn du sagst, du musst die Ventile neu einstellen. Ah, okay. Ja? Muss nichts Dramatisches sein, aber hab's im Auge und hab's vor allen Dingen im Hinterkopf. Brennen lassen. Ich weiß ja, dass die Motoren bei dir was können müssen. Dein Vorteil ist, du warst ja schon mal da. Wir haben das ja schon mal an deiner PX gemacht. Das heißt, du warst in den Vorbereitungen schon so akribisch, dass du alles das gemacht hast, ja, was wir sowieso machen würden. Ne? Das heißt, du bist schon auf einem richtig guten Level. Was wir jetzt machen, du hast mir die Bedüsung gesagt. Ich glaube, dass wir noch ein bisschen zu mager sind. Ich glaube, dass wir da noch ein bisschen Reserve haben. Aber leistungsmäßig, man guckt dir die Kurve an, die ist wie gemalt. Ja. Ne? Permanent ansteigendes... permanent ansteigende Leistung mit permanent ansteigendem Drehmoment. Beides ist ungefähr auf einem Niveau. Dann fällt die Leistung hinten ab. Das war jetzt die dritte Gangmessung. GPS-mäßig mit dem Getriebe bist du natürlich nicht so wahnsinnig schnell. Das heißt, dein Leistungspeak ist bei 75 km/h. Das heißt, idealerweise wirst du den GPS gemessen zwischen 65 und 70 schalten. Ja. Ne? Also du wirst viel schalten müssen, ne? Weil aufgrund der 22,68 bist du relativ kurz übersetzt. Aber das sieht schon super aus. Ich glaube, da werden wir sehr schnell mit fertig sein. Also das, was du da bisher an Vorarbeit geleistet hast, ist halt schon maximal gut. Ich habe das auch beim Ansprechen gemerkt. Ich habe jetzt noch zwei Ideen, was wir machen können. Gucken wir mal. Also ich verspreche mir nicht wahnsinnig mehr Leistung, aber das wird schon in die richtige Richtung gehen, was du da gemacht hast. Auf jeden Fall schon mehr als erwartet.
Ja, du, ich bin echt überrascht. Der Motor hatte bei Pamela als Drehschieber auch knapp 22 PS. Der Zylinder ist gut. Preis-Leistung ist dieser Zylinder wirklich gut. Mit dem BGM 177 ist das für mich der Zylinder für die 177er Klasse. Muss man einfach sagen, für Drehschieber bzw. Da bin ich auch gern gefahren. Ja, ich weiß. Also sie wacht jetzt mal ab mit dem Conversion Kit und dem 210er MHR. Du musst jetzt erstmal die Saison damit fahren, aber sie hat mir echt den Nase lang gezogen, dass ich in den den Stelvio da rausgebaut habe. Aber wir gucken mal. Wir gehen jetzt mal dran und dann schauen wir mal, was wir da noch hinkriegen. Sehr gut. Also, bis gleich. Das sind meine Pferde. Gut geworden, das wird gut geworden. Baby und Tina. Bisschen rumgedengelt, wie doof. Wird schon aufgenommen, oder? Ja, möchtest du nicht drauf? Doch, alles gut. Ich wollte nämlich ins Bild laufen. Meld mich schon. Noch passiert nichts. Jetzt haben wir umgebaut, düsentechnisch etc. pp. Haben die Venturi drauf. Er beklagt noch über ein Schaltproblem. Das heißt, Pamela, wenn du jetzt gleich filmst und ich schalte die Gänge hoch, kannst du mal die Schaltraste hier filmen und vielleicht ein bisschen, komm mal näher, vielleicht ein bisschen daneben gehen. Das ist das, was wir letzte Woche beim Frogger hatten. Wenn ich jetzt schalte und du siehst, dass dieser Teller beim Schalten nach vorne oder nach hinten kippt, dann haben wir genau das, was wir letzte Woche hatten, dass diese Achse nicht mehr hundertprozentig geführt wird und du dadurch keinen sauberen Schaltvorgang hast. Achte einfach mal drauf, ob du kannst ja von oben filmen und dann gehst du beim Schalten mal drauf und guckst mal, was der Teller macht. Wenn der Teller sich nicht bewegt und du schaltest vom vierten in den dritten zurück, richtig, und hast ein Problem. Die geht sehr schwer. Schwergängigkeit ist im Motor nicht, also kommt nicht aus dem Motor raus. Das muss an der Rahmenperipherie liegen. Wenn im Motor was nicht funktioniert, dann geht es gar nicht. Okay. Oder es knallt. Ja? Das macht es. So. Das heißt, da bei dir vermute ich das gleiche Problem wie beim Frogger, dass die Schaltraste nicht Taco ist. Oder dass die Züge vielleicht im Roller sich übereinander gelegt haben. Ja. Und dass, wenn du schaltest und ziehst, dann geht ja der Außenzug, der lenkt sich ja auch immer ein bisschen, weil du hast ja hier die Widerlager und der drückt sich da drin ab. Und wenn sich dieser Zug nicht im Rahmen bewegen kann, dann hast du auch das Problem. Also diese zwei Sachen vermute ich. Na, da guckst du mal drauf. So, los geht's.
kommen in Standgas. Wie war das denn jetzt mit dem Schalten? Also man, ich merke schon, dass es schwergängig ist. Hast du was gesehen an der Schaltraste? Ich habe jetzt darauf geguckt die ganze Zeit. Das heißt, du musst dann im Video gucken, ne? Ja. Oder du guckst jetzt gleich nochmal. Ich glaube, dass wir noch fetter können. Ja, dann rein damit. Also ich, da ist es noch nicht. Obwohl die Linien übereinander lagen, ne? Das heißt, er hat jetzt richtig gut Temperatur bekommen. Ja. Also der, wobei, fühl mal, das ist eigentlich lächerlich, ne? Gar nichts. Aber das heißt, der Verbrennungsvorgang ist entsprechend so heiß, wie er maximal werden kann. Wir haben ihn jetzt ordentlich durchgepeitscht, aber ich gehe auf jeden Fall nochmal eine Nummer höher. Was jetzt sein kann, ist, dass er die Leistung bestätigt oder ein kleines bisschen abfällt, dass er zu 0,2, 0,3 PS verliert. Aber dann wissen wir, dass das eigentlich die optimale Bedingung war. Und dann gucken wir mal, was er mit der dickeren macht. Perfekt. So. Das ist schon wertig. So, wir haben ja kameratechnisch komplett aufgefahren. Wir filmen jetzt in alle Richtungen. Hauptdüse haben wir jetzt nochmal erhöht. Wir gucken jetzt einfach, ob wir die Leistung bestätigen können und oder ob es schlechter oder besser wird. Wir schauen mal. Ich glaube, dass er jetzt mit der vorherigen Düse perfekt eingestellt war. Bin jetzt ein Ticken fetter. Ich glaube, dass jetzt die Leistung ein bisschen zusammenbricht. Wir gucken. Was ich gesagt habe, wir haben jetzt die Hauptdüse nur 5 Nümmerchen erhöht, ja. Und haben direkt 0,5, komm mal an, ich gucke mir das mal an. Also, pass auf. Was wir jetzt tatsächlich sehen ist, mit der 170er Hauptdüse war die rote Kurve, ja. Und mit der 175er Hauptdüse war die schwarze Kurve. Das heißt, du bist jetzt wirklich ein Ticken zu fett. Mhm. Jetzt ist deine Entscheidung, die 175er zu fahren oder die 170er zu fahren. Mit der 170er sind wir perfekt, weil da war Linie über Linie und jetzt sind die Linien abgefallen. Der ist, hat bei 22,5 und dann 22,8, also das ist der Pegel, der hat also knapp 0,8, 1 PS, 0,8 PS weniger, weil er etwas zu fett läuft. Das, jetzt ist die Frage, willst du dich damit rumexperimentieren, dass du sagst, ich will die 0,8 PS mehr haben, dann mach ich die 170er wieder rein? Nö. Gut, dann lassen wir die 22,8. Sichere Seite wie immer. Ja, und dann läuft der Bock. Ja. Nebendüse würde ich jetzt wirklich tatsächlich gar nichts verändern, weil wir sehen, die Nebendüse performt auch gut, ja. Weil die Hauptdüse ist ja die Düse, die maßgeblich bestimmt, was im Vergaser passiert. Ja. Der gesamte Sprit, der im Vergaser verarbeitet wird, muss durch die Hauptdüse. So, und im Mittelbereich haben wir auch abgenommen, das heißt, die Nebendüse ist auch perfekt. Ja? So, dann würde ich sagen, bist du soweit fertig tatsächlich. Also das würde ich sagen, Bombenjob wie immer. Ja, ja, geil. Hast du Helm mit? Nö, ist zu nass. Ist zu nass. Ich weiß, wie sie dann fährt.
Ja, die wird biestig sein. Jetzt, war sie ja vorher schon, aber das wird noch schlimmer sein. Jetzt, wie viel PS haben wir jetzt draufgelegt? Hast du mal geguckt? 2,6. Ja. 2,6 PS. Ja. Haben wir ja gut was gewonnen. Richtig. Aber du weißt jetzt, ich kann dir auch die 170er Hauptdüse mitgeben, wenn du willst. Dann kannst du machen, dann kann ich ja eventuell nochmal selber Das ist insofern gut, wenn du jetzt vielleicht irgendwo merkst auf der Straße oder wenn es heißer wird. Es kann ja sein, wir haben ja jetzt irgendwie 10 Grad draußen. Wenn du jetzt auf der Straße merkst, wenn es 25 Grad sind, ist es zu fett, dann schmeißt du die 170er rein, dann bist du safe. Ja, also schreib dir das mal auf und dann nimmst du die 170er mit. Sehr gut. Dann nochmal danke, dass du da warst, mein Geiler. Gerne. Und dann der nächste sagen, Roller kommt auch. Viel Spaß mit der Bupete. Ja. Fahr dich nicht krank. Ja. So. Also 170. Das ging ja hoch, oder? Hey, Sinn? Ja. Muss übernehmen. What the fuck? Bist du hochgegangen? Hä? Bist du hochgegangen? Zweimal. Und ich mit meiner Elfenfigur. Top, top, Junge. Alles klar. Läuft also. Alles klar, weitermachen. Nächster. So, morgen. Morgen. Wir haben den nächsten Herrn, die gleiche Dame. Nein, genau. Ist wieder eine andere Dame. Ist eine PX. Stell dich kurz vor, sag was zu deiner Mopete. Ja, also ich bin Thilo Naumann. Ich bin so seit 2-3 Jahren erst in der Vespa-Szene. Und mein Traum war es immer gewesen, mal eine PX zu haben, weil ich als Jugendlicher das toll fand, aber keine bekommen habe. Ja, das war ja früher auch ein bisschen... Ja, ne? Sicherlich auch. Wobei, heute ist es ja auch nicht günstiger. Nee, das ist richtig. Also die Preise haben sich entsprechend der wirtschaftlichen Entwicklung auch genauso entwickelt. Genau. Ne? So, und dann habe ich in der Pandemie sozusagen in Münsterland in einer alten Scheune, so klassisch, diese Vespa gefunden. Die sah ziemlich schlimm aus. Und der eine oder andere O-Lack-Fan wird wahrscheinlich jetzt sagen, oh, übergeduscht. Ja, kann man sagen. Aber sieht toll aus. Die sieht wirklich toll aus. Hab sie hergerichtet und mein Ziel war, sie möglichst original zu halten optisch. Ja. Und die sollte auch so ein bisschen braven Touch haben. Von daher habe ich eigentlich alles so hergerichtet, wie sie original damals immer waren. Ja. So, jetzt habe ich ein bisschen Probleme mit dem Motor. Das habe ich drauf. Ich habe einen Malossi Sport Zylinder. Genau. Mit 60er Welle? 60er Welle. Mhm. Motor ist etwas gefräst und dann habe ich, ich weiß nicht, ob es ein Fehler war, ich habe einen Pinasco 26 RE Vergaser drauf. Letztlich sind es eh alle Spacko-Vergaser, das ist egal, okay. Das ist nicht schlimm. Gut. Im Moment ist eine Pipe Design Box drauf. Die ist performancemäßig nicht erste Wahl. Gut. Also da wirst du von der PS-Leistung her und von der Performance her einbußen in Kauf. Okay, weil vorher war die Siprode 3 drauf. Da habe ich auch mal eine Kurve von machen lassen, war eigentlich ganz gut, aber ich habe ein großes Problem mit einer bestimmten Drehzahl. Immer ein Knattern in dieser Drehzahl, gerade so in den Geschwindigkeiten, die man halt so in der Ortschaft fährt, immer zwischen 30 und 50. Ich kriege das nicht raus, habe keine Idee mehr, was ich machen kann und deswegen bin ich zu dir gekommen, Kevin. Wir gucken uns das an. Was ein Zweitakter natürlich immer hat, ist dieses Resonanz-Tockern. Ne? Also wenn du dann aus dem Gas gehst, dann macht der Pong, Pong. Das ist, wenn sich Resonanzwellen im Auspuff gegenseitig überholen. Ne? Also die zurückkommende Resonanzwelle nicht die Geschwindigkeit hat von der austretenden Resonanzwelle. Irgendwann treffen die aufeinander und dann ploppt dazu. Ja. Das ist etwas, was du zweitaktmäßig nicht wegkriegst. Ja. Für den Rest können wir gucken, was wir machen. Ja. Ich würde dir tatsächlich bei diesem Setup zu einer BGM Touring Box raten oder zu einer Polini-Box. Ja. Unterschied Touring-Polini-Box. Die Touring-Box ist unten etwas stärker, obenrum, also das, was sie untenrum stärker ist, ist sie obenrum schwächer. Ja. Also da, aber da reden wir, ich habe da mal ein Video drüber gemacht, da reden wir über 0,5, 0,8 PS. Also im Grunde sind Big Box Touring und Polini Box auf dem gleich guten Leistungsniveau. Okay. Die Pipe Design Box hat sich wirklich einfach nicht in der Leistung gut bestätigt und die ist zwar sehr, sehr leise oder relativ leise, aber die ist leistungsmäßig, kommt die mit den anderen Auspuffanlagen nicht mit. Ja. Wir gucken uns gerne beraten und probiere auch gerne mal andere aus. Wir gucken uns das an, wir stellen jetzt mal drauf, wir machen eine Eingangsmessung, gucken, was da zu leisten imstande ist und dann fangen wir an umzubauen. Sehr gut. Ja? Also, weiter geht's.
komm ran. Zwei Sachen. Standgas, entweder ist es von der Grundeinstellung scheiße. Kann sein. War aber zu Beginn nicht so. Also der will nicht zurück ins Standgas, tut sich sehr, sehr schwer. Oder relativ schwer. Wasser ist jetzt auf jeden Fall zu mager oben raus. Mhm. Also er hat jetzt extrem Leistung abgebaut. Mhm. Jedes Mal, wenn ich beschleunige, hat er hinten raus immer wieder Leistung abgebaut. Mhm. Das heißt, der ist deutlich zu mager oben raus. Er will auch oben raus, der nimmt nicht so begeisternd die Leistung an. Mhm. Wir müssen mal schauen. Also da sind einige Punkte. Und was ganz furchtbar ist zu fahren, ist dieses. Das macht einen ja wahnsinnig. Genau das, deswegen bin ich hier. Das ist das, was ich persönlich als sehr störend empfinde. Ja, also mir geht es auf dem Prüfstand schon auf die Eier. Hm. Also mir geht es auf den Geist. Hm. Politisch korrekt bleiben. So. Wir bauen aus, wir bauen um, wir düsen neu, wir fangen komplett bei Null an und dann gucken wir mal, wo wir stehen. Leistungsmäßig sieht das gar nicht so schlecht aus, 23 PS, aber du sagtest ja, da ist einiges gefräst. Was hast du gefräst? Überströme, Einlass, Auslass? Genau, auch alles eigentlich. Eigentlich alles, okay. Ja gut, das erklärt die Leistung. Dann dürfte er aber eigentlich, für das, was ich jetzt mache mit dem Vergaser und mit dem Bedüsungstrakt und so weiter, dürfte er jetzt eigentlich deutlich besser ansprechen. Mhm. Ich habe ja eben gesagt, als ich dich gerufen hatte, der dreht nicht so wirklich spritzig hoch. Ja. Der dreht zwar hoch, aber wenn du mal zu vergleichst zu dem Roller von Michael, als er gerade weggefahren ist, wie bissig der das Gas angenommen hat, wie willig der auch das Gas angenommen hat, da ist der weit weg von. Mhm. Was aber dennoch, was natürlich der Vorteil an dem Auspuff ist, der ist natürlich schön leise. Ich glaube aber, dass du dich mit dem anderen Auspuff besser tun würdest. Ne? Aber wir bauen jetzt erstmal um und dann gucken wir erstmal, was wir vergasertechnisch da rausholen. Machen wir. Mhm. Pass auf, also ich habe gerade was gesehen, komm mal näher, Carsten, kannst du mal reinfilmen. Da sitzt etwas, was überhaupt nicht gut ist, nämlich da ist ein Spritfilter. Da unten ist er, jetzt sehen wir ihn. Da ist er. So, pass auf. Spritfilter ist ein großes Problem. Hier saugt nichts. Das heißt, wir reden darüber, das ist wie beim Aquarium, wenn du Wasser ablässt oder Sprit klaust in einem russischen Diesel-LKW. Ne? Saugen und laufen lassen. Das ist das gleiche Prinzip. Ja? Also durch das Gewicht des Sprits im Tank wird es natürlich auch begünstigt, dass der Sprit entsprechend schnell nachfließt. Also hier wird nicht gesaugt, der Vergaser zieht sich nichts. Das muss nachlaufen. Was du jetzt gemacht hast, ist, du hast eine Engstelle eingebaut. So, das heißt, du hast wahrscheinlich einen Fastflow-Vergaser drin. Ne? Du baust dir also die schnellere Nachflussmöglichkeit ein und begrenzt sie wieder mit dem Spritfilter. Das ist kontraproduktiv. Das könnte der Grund sein, warum der hinten raus abmagert. Okay. So. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen abzudüsen, könnte es sein, dass er, obwohl er größere Düsen hat, mehr performancemäßig mehr Sprit kriegt, trotzdem abmagern wird. Und das sehen wir gleich am Diagramm. Okay. Das ist das, was ich hier sagte, der magert hinten raus immer weiter ab. Mhm. Wenn das jetzt mit der neuen Bedüsung auch auftritt, schmeißt diese scheiß Spritfilter raus. Du hast da oben den kleinen Filter drin. Du hast hier oben nochmal einen Filter drin. Da guckt man regelmäßig da rein. Je nachdem, wie der Tank aussieht, kann ich das verstehen, dass man den Wunsch hat, da einen Filter einzubauen. Damit baust du dir eine extreme Engstelle ein. Und das ist nicht gut. Aber das werden wir jetzt unter Umständen... Wobei ich den auch schon etwas vergrößert habe. Den habe ich etwas aufgebohrt von den beiden. Aber es ist trotzdem eine Reduzierung, ne? Eine Durchflussreduzierung. Ja. Du hast zwar ein Reservoir da, ne? Aber da ja nichts gesaugt wird, muss ja der Sprit, der hier oben drin ist, den Sprit da unten durchdrücken. Ja? So, und da müssen wir jetzt einfach gucken, wie sich das darstellt. Egal was du tust, danach, wenn du hier wegfährst, Spritfilter raus. Okay. Auf jeden Fall. Ja. Schweigt Stille, obwohl die Ansätze, die du gerade gesagt hast, Mike, mir durchaus positiv entgegenkommen. Ich möchte das nur mal erwähnen. So, also, wir haben umgebaut, Vergaser entsprechend umgebaut, wir haben einen anderen Venturi drauf gemacht, Unterschiede habe ich erklärt. Neu bedüst, völlig neu bedüst, völlig anders bedüst. Wir schauen, was passiert. Ich bin eigentlich sehr positiv, weil der Motor müsste eigentlich jetzt auf das, was wir da reingestopft haben, eigentlich deutlich besser ansprechen, weil er gefräst ist. Aber ihr wisst ja, jeder Motor ist anders. Wir gucken mal, was passiert. So.
Also, rot gekommen, schwarz gegangen. Spricht eine ganz klare, eindeutige Sprache, ne? Ja, dreht auch weiter raus hier, ne? Ja, du hast im Grunde die gleiche Nenndrehzahl, aber du hast bei gleicher Nenndrehzahl, wenn man mal hier vergleicht, 22,8 zu 25,2. Ne? Also du hast ein ganz klares PS plus hinten raus bei gleicher Drehzahl, über das gleiche Band viel mehr Drehmoment. Ne? Du hast einen Drehmomentanstieg von 2,5 Newtonmeter. Das wäre jetzt wirklich mal interessant. Hast du einen Helm mit? Ja. Gut. Das heißt, wir machen jetzt alles wieder zu, du setzt dich drauf und fährst. Bedüsungstechnisch würde ich nichts ändern. Du hast, wir haben 35 Nummern zugelegt. In der Hauptdüse. Ne? Du warst viel zu mager. Das ist genau das, was ich dir sagte. Ja. Und du musst bitte den Spritschlauch da raus machen. Wir haben jetzt die Leistung immer wieder bestätigen können, aber du hast in der erste, zweite, dritte, vierte Gangmessung gesehen, dass er leistungsmäßig wirklich unten zurückgeblieben ist, ne, mit knapp 22 PS. Das ist dein Spritschlauch, also dieser Filter, der da drin ist. Der läuft die Kamera dann leer. Ja, also die läuft nicht schnell genug nach. Ja. Und aufgrund dessen hast du halt eine Mangelversorgung in der Hauptdüse. Ne? Bitte rausbauen. Ja. Thema erledigt. Also dann hast du überhaupt keinen Stress mehr. Ja. So wie er jetzt performt, performt er echt gut. Also siehst ja, das Fräsen lohnt sich da wirklich. Da holst du nochmal so 2-3 PS raus. Also er hat jetzt 28,5 Newtonmeter. Also Leistung auch als Tourer. Ne? Also, ja, bombastisch. Ja, ich bin wirklich gespannt, weil du kennst ja den Roller, wie er vorher gefahren ist. Vor allen Dingen, wir reden ja über diesen Bereich, wo du überhaupt nicht zufrieden warst. Ja. Du fährst jetzt mal und dann sprechen wir. Sehr gut, so, auf die Straße. Er macht das wirklich, sobald der Schieber ein bisschen aufgeht. Ja, das ist genau das Thema, was ich dir gesagt habe. Ich hole mal eben den Schieber, ich erkläre euch das mal. Damit ihr alle das auch versteht. Das ist ein Schieber. Und das Problem, was du hast, ist das, was ich dir eben sagte. Du hast hier diesen Kappungsbereich und der Schieber hat eine gewisse Position im Vergaser, und wenn der Schieber anfängt aufzugehen, ist der ohne diesen Cutout völlig überfettet. Ja. Einen ganz kleinen Bereich, also das ist kurz nach dem Standgas so eine 16. Umdrehung. So. Und sobald du in diesen Cutout-Bereich einsteigst und der über diesen Cutout-Bereich mehr Luft kriegt, dann stimmt wieder die Gemischzusammensetzung. Und wenn die Gemischzusammensetzung stimmt, läuft der ganz sauber. So, das ist dieser eine Moment, wo du diesen Cutout-Bereich nicht hast, wo er zu viel zu wenig Luft hat. Ja. Das ist wirklich nur ein Hauch von am Gas. Ja. Am Gas ist das Motor individuell oder? Das hat jeder. Genau, weil aber in den unterschiedlichen Drehzahlbereichen, oder? Nein, das ist immer. Das hast du eigentlich dann, wenn du sehr niedertourig fährst. Also ja, wenn du einen Bereich hast, wo du mehr Sprit anbietest und wenig Drehzahl hast. Ja. Ne? Das ist im Grunde wie beim Auto. Wenn du bei 30 im sechsten Gang fährst, dann kommt der auch nicht aus dem Knick. Ja, ne? Okay. Und so ist das hier auch. Okay. Das ist etwas, was wir nicht wegkriegen. Das ist unmöglich, weil der Cutout einfach an der Stelle nicht perfekt sitzt oder nicht lang genug ist und so weiter. Okay. Weil der Cutout regelt eigentlich nur die Zugabe von Sauerstoff an der Stelle, wo das Gemisch dann in den Vergaser eintritt. Ne? Okay, aber ansonsten? Ja. Muss ich aufpassen, dass er vorne nicht hochgeht. Alles klar, schön, dass du da warst. So, entweder nächste oder neues Video, das weiß ich nicht. Falls wir ein neues Video machen, wünsche ich euch an der Stelle einen schönen Tag. Bleibt hässlich, wenn er rausgeht, fallt nicht in den Schnee. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.